Ja, da habe ich doch gleich mein neues Intro-Video dann mal angewandt und das vor mein heutiges Video gesetzt. Ich hoffe, das Intro gefällt euch. Das hat der Markus Smeja, hat das wunderbar gemacht für mich auf der letzten Ägypten-Tour. So, heute mal ein etwas anderes Video von mir, nämlich ein Reaction-Video auf ein YouTube-Video, was gedreht wurde in der Cueva de Agua in Spanien, wo ich ja immer meine Höhlenkurse mache. Der nächste übrigens, mal ein bisschen Werbung in eigener Sache noch schnell, ist im August. Also Intro Cave, Full Cave wird im August wieder in Spanien gemacht. So, jetzt zurück zu meinem Reaction-Video. Ich habe also vor längerer Zeit schon auf dem YouTube-Kanal ein Video entdeckt von einer größeren Gruppe. Es sind also drei Zweierteams, die in der Cueva de Agua tauchen waren, mit verschiedensten Ausrüstungskonfigurationen. Das ist also vom Seitmauentaucher bis hin zum Doppeltanktaucher alles dabei, und die tragen Stageflaschen. Diese Flaschen werden in der Höhle auch gestaged, das heißt, die werden in der Höhle abgelegt oder an einem Seil festgemacht, um dann weiter vorwärts zu penetrieren, im Grunde genommen, um dann auf dem Rückweg genügend Luft dabei zu haben. Ich habe mir dieses Video angeguckt und habe gedacht, oh mein Gott, wie kann man so tauchen? Aber viele Leute tauchen so. Das ist ja auch in Ordnung, wenn man sich nicht gerade in einer Höhle befindet. So, nur bevor ich jetzt hier weiter rumnörgel, zeige ich euch mal, um was es geht. Und gehe jetzt mal auf das Video. Und ihr seht, okay, ist der Einführungstext und so weiter und so fort. Ich habe die Musik auch weggenommen und auch die Vorstellung der einzelnen Leute mal rausgeschnitten, weil das muss ja dann auch nicht sein, wenn ich sowas kritisiere, dass man die Leute dann auch noch erkennt. Hier so ein kurzer Text, so ein bisschen Umgebung, tralala, ist wunderschön. Ich freue mich auch schon, wenn ich im August wieder da bin. Und dann geht es wieder schön tauchen in die Cueva de Agua. Hier habt ihr so die Einführung, wunderbar, Sicherheitscheck, Bubblecheck, Lightcheck und so weiter. Es wird alles toll gemacht. Hier geht es runter in die Höhle. Und vor dem Tauchgang alles toll gecheckt und dann geht's los. Dann wird in der Höhle getaucht. So, hier seht ihr schon mein erstes Ding, was ich reklamiere. Und zwar ist das hier, wie der Tank gestaged ist. Der steht senkrecht nach oben. Und ihr könnt euch denken, wenn ihr das Bild so seht, der rennt jetzt gleich dagegen. Hat er auch. Und hier nochmal, der hat natürlich beim Videoschnitt, hat er das wunderbar gemacht. Er hat natürlich klassisch, wenn er dagegen gerempelt ist, hat er dann das Video gecuttet und ist dann weiter. Hier seht ihr einen Doppeltanktaucher, ganz einfach. Und hier seht ihr die Dame da, glaube ich, oder irgendjemanden mit zwei Tanks unterm Arm. Also das verstehe ich sowieso nicht in einer Höhle, wie man das also machen kann. Das ist also No-Go. Ja. Hier Doppeltank, Kamera, hier nochmal unterm Arm. Also ihr seht auch schon, das wird relativ eng. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man das auch noch filmen sollte. Keine Ahnung. Hier steht der Tank senkrecht nach oben. Und ihr könnt euch vorstellen, der rempelt natürlich überall an. Wenn er wenigstens noch im 45-Grad-Winkel wäre, hätte ich ja noch nichts dagegen gesagt. Ich reklamiere das ja immer, schon hier auch wieder. Und jetzt hat er natürlich wieder auch hier. Nee, da hat er es nicht weggeschnitten, da taucht er jetzt ein bisschen ab, aber so funktioniert das im Grunde genommen. Draußen von mir aus im Open Water, im Meer oder im See kann man so tauchen. Das ist alles kein Problem, aber in einer Höhle sollte man den Tank doch stromlinienförmig tragen. Hier werden sie gestaged, werden dann so abgelegt. Da kann man also nicht so viel kaputt machen, Gott sei Dank. Ja. Aber da seht ihr auch, wie die generell dann in irgendeiner Form wieder aufgenommen werden. Das ist also katastrophal. Ich verstehe auch nicht Repriesertaucher oder Doppeltanktaucher, die die Stages also so tragen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und das ist alles okay draußen, aber in einer Höhle sollte man doch schauen, dass man in irgendeiner Form wirklich die horizontal da schön stromlinienförmig am Körper trägt. Das wird ja auch euch schon beigebracht, im Grunde genommen seit dem Open Water Kurs.
dass man stromlinienförmig durchs Wasser geht. Und das ist das, was ich bis heute nicht verstanden habe, dass dann irgendwann im Tech Diving die Tanks dann irgendwie ganz komisch getragen werden. Gerade bei Reprisertauchern sehe ich das immer wieder und auch bei Leuten mit Doppeltanks. Also man kann die doch auch schön parallel am Körper in irgendeiner Form tragen. Das dürfte doch auch absolut kein Problem sein. Wir im Sidemount-Tauchen, wir versuchen das immer wieder und immer wieder und es funktioniert ja auch. Also deswegen verstehe ich diese Art des Tragens von Stage-Tanks überhaupt nicht. Ja. Und ihr seht, die Höhle ist jetzt nicht so groß wie in Mexiko. Da wäre mir das auch noch egal, wenn die Tanks dann da in irgendeiner Form dann da hoch oder runter hängen. Aber hier, die Cueva de Agua, die hat also schon einige Ecken, wo es einfach schon mit Sidemount nicht so ganz so einfach ist, durchzugehen. Ja? Und dann die Tanks so da hin und her schleppen, das verstehe ich nicht so ganz. Ja, hier seht ihr es auch, er kommt jetzt gerade um die Ecke und da seht ihr auch den Tank schon hochstehen und ihr könnt euch vorstellen, da wo er jetzt durchgehen will, wie das dann scheppert eigentlich, wenn der da in irgendeiner Form sich durchzwängelt. Das musste ich einfach mal loswerden. Ich habe lange überlegt, ob ich das Video mache, aber ich habe einfach gedacht, okay, ich mache das und man kann es ja sehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich da irgendwas mir aus der Nase ziehe. Ich finde es halt nicht gut, wenn man so in der Höhle taucht. Und jetzt hier, wenn die Tanks einfach abgeklickt, das ist ein Prozess, den man draußen macht, im Grunde genommen, im Meer, beim Deko, bei der Dekompression. Hier sieht man auch, ist das Video natürlich auch wieder geil geschnitten, wie der dann gleich da oben gegenrennt. Und die Höhle ist wirklich auch sehr sensibel, das heißt, das bricht ab. Und das kann auch zu Einbrüchen führen, dass also die Decke bröselt. Und aber eventuell runterkommt, ja, das kann alles passieren, wenn man dagegen stößt. Also man soll ja eine gewisse Art Awareness also schon haben, auch für die Umwelt und das Drumherum. Und hier seht ihr den Sidemount-Taucher, der einfach drei Tanks trägt. Und schaut mal, wie schön stromlinienförmig das funktioniert. Warum geht es beim Doppeltanktaucher nicht und auch beim Repriser-Taucher? Warum geht das nicht? Es funktioniert ja doch, es geht doch genauso. Ja, das war heute mal so der Sinn, warum ich diese Reaction mache, weil ich einfach das mal sagen muss. Also wir müssen so aufpassen in der Höhle, dass wir da nichts kaputt machen und dass wir da schön sachte und ruhig durchgehen und dann sieht man so ein Video, was ja schön ist. Es ist ein tolles Video, geil ausgeleuchtet und so weiter, ist super gemacht, aber dann diese Tanks da. Und hier nochmal wunderschön, alle auf der einen Seite, das kapiere ich auch sowieso nicht. Und ja, da geht es dann raus, ein Riel, was auch immer. Aber nochmal, ihr Lieben, überlegt, wie ihr die Tanks tragt. Überlegt, was ihr da in Zukunft besser machen könnt. So, jetzt muss ich mal schauen, wo meine Maus hier wieder sich versteckt. Und ja. Sollte euch mal so einen kleinen Denkanstoß geben, was man doch noch da in irgendeiner Form verbessern könnte in eurem Tauchstil. Ja, und ihr habt es gesehen, bildet euch eure Meinung drüber und macht es besser. Ja, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.